Damen und Herren, wir steigen ein in den nächsten Tagesordnungspunkt Nr. 3. Das ist die Fragestunde und die beginnt heute mit der SPD-Fraktion. Und da darf ich Frau Frohwieser bitten. Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Eine auch aktuelle Frage, aber vielleicht unaufgeregter zu beantworten. Wir haben gerade eben vor der Sitzung so eine Mappe mit einer Online-Petition überreicht bekommen, die sich genau dem gleichen Thema zuwendet wie meine Frage. Wir haben im Kontext der Beratungen über die Kommunalisierung des Heinrich-Schütz-Konservatoriums immer wieder Befürchtungen gehört, dass diese Kommunalisierung in erheblichem Maße das Risiko steigern könnte von Statusklagen durch Honorarkräfte, die momentan in der musikpädagogischen Ausbildung am Heinrich-Schütz-Konservatorium beschäftigt oder ja, die musikpädagogische Ausbildung mit vornehmen. Deswegen möchte ich fragen, welche konkreten Regelungen in solchen Honorarverträgen oder möglicherweise in der Arbeitsgestaltung in dem derzeit noch in freier Trägerschaft befindlichen Heinrich-Schütz-Konservatorium solche Befürchtungen von arbeitsrechtlichen oder sozialrechtlichen Klagen gegen eben eine unterstellte fälschliche Einordnung als Selbstständige begründen könnten und wie im Zuge der Kommunalisierung die Landeshauptstadt solchen entgegenwirken könnte. Vielen Dank für die Frage. Die Beantwortung übernimmt Frau Klipsch. Ja, Frau Frohwieser, ich kann Ihnen aus Sicht der Verwaltung, und damit meine ich sowohl die Kulturverwaltung als auch der Geschäftsbereich Personal und Recht, mitteilen. Es sind hier keine Regelungen bekannt, welche Anlass zu arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Fragen geben könnten. Nach Auskunft der Geschäftsführung des Heinrich-Schütz-Konservatoriums uns gegenüber wurden die Verträge einer juristischen Prüfung unterzogen und der Einsatz der Honorarkräfte erfolgt in Anwendung der gesetzlichen Vorgaben. Die konkreten Formulierungen in Honorarverträgen sowie die Ausgestaltung der Einbindung von Honorarkräften beim Heinrich-Schütz-Konservatorium e.V. sind beim Verein abzufragen. Die Geschäftsführung sitzt auch oben im Zuschauerbereich. Da kann man vielleicht das Gespräch suchen. Ob vertragliche Inhalte und innerbetriebliche Regelungen eines Vereins in öffentlichen Stadtratssitzungen kommuniziert werden, muss die Geschäftsführung bzw. der Vorstand des Vereines entscheiden und nicht wir als Verwaltung. Und in der zur Verfügung stehenden Zeit, seit uns die Anfrage erreicht hat, war die entsprechende Auskunft im Detail nicht einzuholen. Aber in den Beratungen der Ausschüsse wurde auf das abstrakte Risiko von Statusfeststellungsverfahren hingewiesen. Die Landeshauptstadt Dresden hat neben der vertraglichen Ausgestaltung von Honorarverträgen auch bei der Organisation der Arbeitsabläufe die bestehenden gesetzlichen Regelungen sowie dazu ergangene Rechtsprechung zu beachten. Und insbesondere müssen die unter anderem durch die Deutsche Rentenversicherung herangezogenen Kriterien einer unselbstständigen Beschäftigung, wie zum Beispiel die uneingeschränkte Verpflichtung, allen Weisungen des Auftraggebers Folge zu leisten, die Verpflichtung, bestimmte Arbeitszeiten einzuhalten, die Verpflichtung, den Auftraggeber regelmäßig in kurzen Abständen detaillierte Berichte zukommen zu lassen, die Verpflichtung, in den Räumen des Auftraggebers oder an von ihm bestimmten Orten zu arbeiten, die Verpflichtung, bestimmte Hard- und Software zu benutzen, sofern damit insbesondere Kontrollmöglichkeiten des Auftraggebers verbunden sind, vermieden werden. So. Also, um es kurz zu machen, wir schätzen das Risiko als gering ein. Vielen Dank. Damit kommen wir zur nächsten Frage in der Fraktion FDP Freie Bürger. Herr Professor Dr. Gebel. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Frage beschäftigt sich mit der Erweiterung der Oberschule in Weißig. Nach unseren Informationen kommt es aktuell dort bei der Fertigstellung der Erweiterungsbaumaßnahmen zu Verzögerung und bei der Übergabe der Räumlichkeiten, speziell vor allen Dingen der Fachkabinette, gibt es Probleme bei der Übergabe. Dazu meine Fragen. Welche Probleme gibt es bei der Fertigstellung der Maßnahme an der Oberschule Weißig und woher kommen diese Probleme? Wann werden die Verzögerungen beseitigt und die Schule vollständig an die Lehrer und Schüler übergeben? Wie wird das Fehlen der Fachkabinette aktuell ausgeglichen und wie wird der Unterricht aktuell abgesichert? Die Beantwortung übernimmt Herr Dr. Lames. Ja, sehr geehrter Professor Gebel, es ist uns zunächst einmal sehr wichtig zu betonen, dass die von Ihnen aufgeworfenen Fragen
auch schon in der Sitzung des Ortschaftsrates Schönfeld-Weißig am 26. September ausführlich erörtert wurden. Und dort wurde die Sachlage auch schon dargestellt. Ich hoffe, dass sie genauso dargestellt wurde. Weiter weg oder? Jetzt geht's, ja? Gut. Ich hoffe, dass Sie genauso dargestellt werden wurde, wie ich sie jetzt auch darstelle. Aber ich glaube, die Gründe liegen auf der Hand und sind eben solche, die eintreten, wenn man baut. Der erste Verzögerungsgrund, das sind Einsprüche von Bietern bei der Vergabekammer gewesen. Diese Einsprüche waren zwar erfolglos, haben aber insbesondere die Innenputzarbeiten in diesem Objekt verzögert. Und dieser Bauverzug, der rührt von Beginn des Jahres 2016 her, war bis heute nicht vollständig aufzuholen. Zweitens, das betrifft jetzt die Fachkabinette speziell, dort ist es zu Lieferverzögerungen des Herstellers gekommen. Und dann haben wir drittens zurzeit noch einen Verzug bei der Fertigstellung der Freianlagen. Das wiederum hängt daran, dass wir die Fassadenarbeiten verspätet fertigstellen konnten, das wiederum wegen der Arbeiten, die innen gewesen sind, und das Gerüst konnte nicht rechtzeitig zurückgebaut werden. Ein Teil der Vorhangfassade in Richtung Bahnhofstraße ist auch noch nicht fertiggestellt. Nach dem aktuellen Ablaufplan, das kommt zu Ihrer zweiten Frage dann, sollen in den Herbstferien alle bisher nicht vollständig nutzbaren Fachkabinette, das sind Chemie, Physik, Werken und Hauswirtschaft, fertiggestellt werden, also in den Herbstferien jetzt. Weiterhin erfolgen in den Herbstferien Restleistungen und die Mängelbeseitigung aller anderen Gewerke sowie die Fertigstellung der Vorhangfassade. Die Freianlagen werden dann bis Ende Oktober 2016 fertiggestellt werden. In Abstimmung mit der Sächsischen Bildungsagentur Regionalstelle Dresden konzentriert sich der Fachunterricht auf in den nicht nutzbaren Kabinetten oder der in den nicht nutzbaren Kabinetten stattfinden sollte, auf theoretisch zu vermittelnde Lerninhalte. Unterrichtsinhalte mit Demonstrations- und Schülerexperimenten wurden auf den Zeitraum nach den Herbstferien verschoben. Somit ist eine lehrplangerechte Wissensvermittlung insgesamt gesichert. Die Schule muss und wird diese entsprechenden Einheiten dann nachholen, die eben eigentlich zwischen Sommerferien und Herbstferien hätten sein sollen. Das wird dann nachgeholt, wenn die Fachkabinette dann nach den Herbstferien zur Verfügung steht. Gestatten Sie eine Nachfrage. Beabsichtigt die Stadt, speziell bei den Lieferverzögerungen, jetzt Ansprüche gegen den Lieferanten geltend zu machen? Das ist noch in der Prüfung. Maßgeblich ist natürlich, ob uns ein materieller Schaden dabei entsteht oder ob wir eine Zur Fragestellung. Am Sonntag, dem 2. Oktober, werden Sie hier im Plenarsaal des Rathauses das islamische Neujahr im Rahmen der interkulturellen Tage gemeinsam mit muslimischen Gruppen würdigen und unter anderem mit der TTIP-Gemeinde, wobei beispielsweise jene TTIP, die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religionen e.V., unter der Leitung, Kontrolle und Aufsicht des staatlichen Präsidiums für religiöse Angelegenheiten der Türkei steht und erst kürzlich das Bundesland Nordrhein-Westfalen verkündete, die Kooperation mit der TTIP zu beenden. Das islamische Neujahr erinnert an das zentrale Ereignis in der Geschichte des Islam, als der Prophet Mohammed im Jahre 622 nach christlicher Zeitrechnung mit seinen gesamten Anhängern von Mekka nach Medina flüchtete und von dort aus schließlich erfolgreich seinen theokratischen, aus christlicher Sicht im Prinzip häretischen Staat aufbaute. Dieses Ereignis, also die Migration bzw. Flucht, um einen islamischen Staat aufzubauen, im Rathaus zu feiern, dürfte bei vielen Dresdner Bürgern die These von einer Islamisierung des Abendlandes eher untermauern als entkräften. Daher meine drei kurzen Fragen. Wieso würdigt man das islamische Neujahr im Dresdner Rathaus und plant die Landeshauptstadt, diese Veranstaltung zukünftig regelmäßig im Rathaus stattfinden zu lassen? Werden zukünftig auch beispielsweise das chinesische oder koreanische Neujahr
welches bereits 2005 im Dresdner Rathaus begangen wurde, oder anderweitige religiöse Festtage, wie beispielsweise die Wintersonnenwende im Rathaus gefeiert? Und wie trägt die Landeshauptstadt den weltanschaulichen Ansichten der weitaus größten Teils der Dresdner Bevölkerung Rechnung, denn immerhin sind 4/5 der Dresdner Einwohner Atheisten? Zu Ihrem Bericht möchte ich noch anmerken, ein Missverständnis kann ich im Sinne unserer Anfrage nicht erkennen. Ich glaube, in meinem Bericht des Oberbürgermeisters schon weitestgehend Ihre Frage beantwortet zu haben. Ich gebe Ihnen das auch gerne nochmal in einer schriftlichen Ausfertigung. Ansonsten lade ich Sie herzlich am Sonntag dazu ein, sich davon zu überzeugen, dass es schon spannend und interessant sein kann, auch sich mit anderen Kulturen zu beschäftigen. Und darum geht es. Es ist keine religiöse Veranstaltung, habe ich Ihnen schon eingangs gesagt. Religiös haben wir höchstens einmal hier gemacht, wenn Herr Scholbach zur Bibelstunde eingeladen hat im Stadtrat. Aber ansonsten versuchen wir, uns auch mit den Kulturen zu beschäftigen, wo auch größere Volksgruppen in unserer Stadt leben. Und ich habe auch bisher gespürt, dass viele, viele Dresdnerinnen und Dresdner ausgesprochen interessiert sind und diese Veranstaltung gerne besuchen. Ob wir das jetzt regelmäßig, diese Veranstaltung jetzt zum islamischen Neujahr machen, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Wir wollen jetzt erstmal die erste durchführen, werden das dann natürlich auch mit den Verbänden auswerten. So haben wir das bei allen anderen Veranstaltungen auch gemacht. Damit kommen wir zur nächsten Fraktion, das ist die CDU-Fraktion, Herr Thiele. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich habe eine Frage zur Verfahrensweise bei der Veranstaltungsgenehmigung. Hintergrund sind Ereignisse, die in diesem Jahr stattgefunden haben, zum Beispiel das Skoda Velo Race oder eben auch die Vorbereitung für die Einheitsfeier jetzt am Wochenende. Ärgerlicherweise kam es bei diesen Veranstaltungen zu Sperrungen auch von ausgewiesenen Umleitungsstrecken bzw. von falschen Empfehlungen von ausgewiesenen Alternativen. Ich möchte das noch begründen. Beim Skoda Velo Race wurde ja die Rennstrecke über die Albertbrücke, über die Waldschlösschenbrücke geführt, die als Umleitungsstrecke für die noch im Bau befindliche Albertbrücke diente und damit nicht zur Verfügung stand. Jetzt am Montag wurde der Leiter des Straßentiefbeamtes in den Medien zitiert, man möge auf den ÖPNV umsteigen, der dann aber am Montagabend wegen einer Demonstration am Hauptbahnhof auch nicht fuhr. Ich habe dazu folgende Fragen. Nach welchen Prämissen geht die Stadtverwaltung bei der Genehmigung von Veranstaltungen vor, insbesondere im Hinblick auf die Aufrechterhaltung der Erreichbarkeit der Innenstadt und wichtiger Ziele wie zum Beispiel Bahnhöfe, Verwaltungsstellen, Kultureinrichtungen und auch bedeutender Straßenabschnitte wie Brückentunnel und Hauptstraßen? Zweitens, wieso werden von der Stadtverwaltung bei der Genehmigung von Veranstaltungen die Auswirkungen sich überschneidender Verkehrseinschränkungen offenbar nicht beachtet? Und drittens, wie wird die Stadtverwaltung künftig solche Überschneidungen und widersprüchlichen Empfehlungen vermeiden? Danke. Herr Thiele, die Beantwortung übernimmt Kollege Sittel. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Thiele. Hier geht es im Kern um verschiedene Arten von Veranstaltungsgenehmigungen und Beantragungen. Also der Kern von Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum liegt im Rahmen der Genehmigungspflicht des § 29 Absatz 2 der Straßenverkehrsordnung und wird vom zuständigen Straßen- und Tiefbeamt bearbeitet. Dort geht es nicht um eine klassische Genehmigung für die Veranstaltung als solches, sondern um ein Verfahren für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraums. Es gibt andere Veranstaltungen, wo neben verkehrsrechtlichen Regelungen auch Sondernutzungsentscheidungen zu treffen sind, wo Belange unterschiedlicher Anlieger und konkurrierender Feste zu beachten sind. Hier kann es bei besonders großen Veranstaltungen dazu kommen, dass die zentrale Veranstaltungsstelle im Ordnungsamt hier koordinierend in besonderem Maße tätig wird. Drittens gibt es die Möglichkeit, dass es sich um Veranstaltungen im Sinne des Versammlungsgesetzes handelt, solche Veranstaltungen, die anzeigepflichtig sind, wo dann im Rahmen von Kooperationsgesprächen Entscheidungen getroffen wird. All diesen Anmeldungen, Anfragen, Anträgen ist gemein,
dass das jeweils federführend zuständige Fachamt, also nochmal im öffentlichen Verkehrsraum vorwiegend das Straßen- und Tiefbauamt, bei anderen Veranstaltungen das Ordnungsamt, die Belange aller anderen städtischen Behörden, aber auch die Belange anderer, wie zum Beispiel der Verkehrsträger, aber auch natürlich mit enger Abstimmung mit der Polizei, mit Anliegern, mit Kirchen, mit dem Bahnhof und so bespricht. Es ist natürlich so, dass es trotz Vorbereitung dazu kommt, dass es Verkehrsverzögerungen gibt. Das hat insbesondere bei Sportveranstaltungen einen guten Grund, dass in aller Regel diese Veranstaltungen am Sonntag oder teilweise nur am Samstag stattfinden, um die Hochverkehrszeiten in der Woche zu vermeiden, unter anderem. Es ist dann, um auf die von Ihnen geschilderte Situation am kommenden Montag Bezug zu nehmen, dass natürlich zu den langfristig geplanten Vorbereitungen des 3. Oktober, wo es ein abgestimmtes Verkehrskonzept und auch Ausweichempfehlungen gibt, eben eher kurzfristig angemeldete Veranstaltungen im Sinne des Versammlungsrechts gibt. Hier kann es dazu kommen, dass sich natürlich die Konzepte miteinander überlappen. Es ist hier allerdings grundsätzlich so, dass der ÖPNV auch durch Versammlungen nicht vollständig außer Kraft gesetzt wird, sondern in aller Regel für eine gewisse Übergangszeit es zu Störungen kommt. Bei der Vorbereitung im Rahmen der Kooperationsgespräche wird mit den Anmeldern, Polizei und Verkehrsträgern die Variante besprochen, dass der ÖPNV am wenigsten betroffen wird. Wenn es aber durch Gründe, die von außen kommen, zu Verzögerungen in der Versammlungsdurchführung kommt, führt das natürlich dazu, dass es auch zu Verzögerungen der Nutzung des ÖPNV kommt. An diesen Fällen wird man auch nicht sagen können, dass man das zukünftig für alle Fälle ausschließen kann. Ich kann Ihnen nur versichern, dass die Abstimmung zwischen Straßen- und Tiefbauamt, Ordnungsamt, Dresdner Verkehrsbetrieben, anderen Verkehrsträgern und der Polizei eine sehr enge ist. Allerdings die Flüssigkeit des Verkehrs in der Regel hinter Sicherheitsfragen zurücktritt. Naja, gut, danke schön. Als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Kiesling. Ja, sehr geehrter Herr Hilbert, es ist ja eben auch schon erwähnt worden, die Stadt Dresden rüstet sich für den Tag der Einheit. Ein Teil der Bevölkerung freut sich natürlich drauf auf die Feiern, ein anderer leidet unter den Maßnahmen, die da jetzt stattfinden, Verkehrsstaus etc. Ein bisschen auch Furcht, die erweckt wird durch die umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen, denn da, wo man viele Sicherheitsmaßnahmen sieht, ist man ja auch geneigt zu befürchten, dass etwas passieren könnte, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit trotz der Anschläge gering ist. Das auf der einen Seite, auf der anderen konnte man entdecken auf der Internetseite, dass jetzt offensichtlich auch Geld der Dresdnerinnen und Dresdner zur Unterstützung dieser Feiern verwendet wird. Schade, dass man das nicht vorher wusste, mich würde halt interessieren, wie viel das ist, und zwar will ich es etwas, also für die Zuhörer etwas genauer sagen. Der Freistaat Sachsen hat auf seiner Webseite zum Tag der Einheit Unterstützer und Partner und auch Premium-Partner ausgewiesen. Und unter den Unterstützern finden sich unter anderem die Stadtentwässerung Dresden, der Verkehrsverbund Oberelbe, es findet sich die Stadtreinigung Dresden, die Dresdner Verkehrsbetriebe, zu denen können Sie etwas Genaueres sagen. Im Übrigen auch der Flughafen Dresden, der Flughafen Leipzig, die uns ja über einige Umwege zu kleinsten Anteilen auch gehören. Das sind die Unterstützer und dann bemerkenswert als Premium-Partner in einer Reihe mit Volkswagen zum Beispiel die Technischen Werke und die Ostsächsische Sparkasse. Und da würde mich interessieren, welche Unterstützung diese Unterstützer geben, das eine rein männliche, auch für die Zuhörer ist von der Webseite genommen, also die Unterstützer geben, wie hoch also der Geldwertevorteil ist und was das genau ist. Und bei den Premium-Partnerschaften würde mich schon interessieren, was da genau der Unterschied ist. Gibt es da also eine Vereinbarung zwischen dem Freistaat und den Firmen? Was ist da unsere Leistung im Rahmen so einer Vereinbarung und was ist die Gegenleistung? Und vielleicht ganz zum Schluss mein Bedauern, dass in den Gremien der Premium-Partner mindestens darüber zumindest die Vertreter der Stadt nicht informiert worden sind. Man hätte es ja auch loben können dort und sagen können, toll, wir sind Premium-Partner, wenn man das für gut findet. Das ist leider nicht passiert, aber auf die eigentliche Frage des Leistungstausches oder der Leistung, die wir erbringen, die wir bekommen, bitte ich Sie zu antworten. Vielen Dank. Also, uns liegen erstens die Sponsorverträge hier nicht vor, sind auch nie von uns koordiniert worden. Insoweit war in kürzester Zeit eine Herausforderung jetzt, alle Informationen
beizubringen, kann Ihnen die, die ich bekommen habe, gerne darbieten. Von Ihnen angesprochenen Unternehmen haben Sie im Wesentlichen als Leistungen, die im Sponsorpaket mit drin sind, entsprechende Standflächen auf dem Festgelände. Sie werden in Publikationen mit Ihren entsprechenden Logos als Partner aufgeführt. Und konkret finanziell hat die Dresdner Stadtentwässerung einen Sponsorbetrag von 11.000 Euro geleistet. Die Ostsächsische Sparkasse tritt mit ihrem Sponsoring im Verbund mit der Sachsen-Finanzgruppe und anderen Sparkassen auf. Und da kann ich leider keine Auskunft über die Vertragsgestaltung geben. Bei der TWD und ihren Töchterunternehmen sind keine Zahlungen geflossen, sondern wir sind ja großer Unterstützer insofern, dass die Verkehrsbetriebe ja größere Umleitungsstrecken zu leisten hatten und auch eine Reihe von Koordinationen, Leistungen bei den technischen Werken durchgeführt worden sind. Und das ist auch mit einer entsprechenden Prämienpartnerschaft gewürdigt worden. Ja, Herr Oberbürgermeister, Verständnis dafür, dass die Firmen da vielleicht nicht so schnell antworten. Bei der TWD fehlt mir dann noch ein bisschen der Glaube, weil das die Tochterunternehmen, die in der Stadt normale Ver- und Entsorgungsleistungen bringen, an dieser Stelle als Unterstützer aufgeführt sind, verstehe ich. Das ist fast selbstverständlich, dass man das am Ende nicht in, sagen wir mal, Litern von Abwasser ausrechnen kann. Aber dass die technischen Werke auf dieser Ebene genannt worden sind, riecht für mich schon danach, dass da eine vertragliche Vereinbarung gemacht worden ist. Ich würde Sie bitten, soweit Sie diese vertraglichen Vereinbarungen bekommen, die noch nachzureichen, weil das doch zumindest auch mein längerfristiges Interesse findet und auch das meiner Fraktion. Vielen Dank. Diesem Wissensdurst wollen wir gerne nachkommen. Wir haben als nächste Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und da fragt Herr Löser. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich muss sagen, leider muss ich schon wieder eine Frage stellen nach einem denkmalgeschützten Haus, was abgerissen werden soll. In den Medien wurde berichtet, dass das Haus Scheunhofstraße 3 und das ist eines der ältesten Häuser in der Dresdner Neustadt, abgerissen und durch einen würfelförmigen, gestatten Sie diese Formulierung so, anspruchslosen Neubau ersetzt werden soll. Ich will einmal sagen, dieses Haus hat also das Kaiserreich überlebt, es hat auch die Zeit der Weimarer Republik überlebt, es hat das Nazitum überlebt, auch die DDR und jetzt nach 250 Jahren soll es also abgerissen werden. Dazu zunächst meine ersten beiden Fragen. Wann, warum und durch wen wurde die Abrissgenehmigung erteilt? Und zweitens, ist der Verwaltung bekannt, dass es private Anbieter gegeben hat, die das Haus saniert hätten? Hier übernimmt die Beantwortung Frau Klipsch. Na, Herr Löser, die Abbruchgenehmigung wurde durch die untere Denkmalbehörde, also die Landeshauptstadt, im Einvernehmen mit der oberen Denkmalbehörde, dem Landesamt für Denkmalpflege, erteilt. Diese Genehmigung wurde am 23. November letzten Jahres, also 2015, erteilt. Es gibt allerdings einen Vorbescheid der Bauaufsicht vom 13. Februar 2014, in dem bereits die Rede ist von dem extrem desolaten Zustand des Hauses. Und das ist auch die Begründung für den Abbruch, der eine Sanierung für den Investor offensichtlich unwirtschaftlich erscheinen ließ. Und andererseits wäre nach Auffassung der Denkmalpfleger durch den erforderlichen umfangreichen Substanzaustausch nach einer Sanierung die Denkmaleigenschaft voraussichtlich nicht mehr gegeben gewesen. So viel zu Frage 1. Ihre zweite Frage, ob es private Angeber gegeben hätte, die das Haus saniert hätten, kann ich Ihnen nur mitteilen. Nach Erteilung der Genehmigung hat dann ein anderer privater Investor mitgeteilt, dass er Haus und Grundstück zum Zweck einer Sanierung erworben hätte, dass allerdings der jetzige Verkaufspreis so hoch gewesen sei und eben das Projekt hätte unwirtschaftlich werden lassen. Weitere Anfragen sind uns nicht bekannt. Ich will es mal kurz machen. Es gab jemanden, der 500.000 geboten hat, der hätte das Haus saniert und hätte auch verdichtet. Natürlich dann, nachdem die Abbruchgenehmigung
erteilt wurde, war das Grundstück plötzlich 800.000 wert. Klar, dann kostet das eben mehr. Ich will nochmal darauf hinweisen, diese Entscheidungen wurden also nicht durch die beiden Bürgermeister getroffen, die hier vorne sitzen und jetzt in Verantwortung sind, sondern in der Zeit davor. Gleichwohl bleibt natürlich für mich schon die Frage, wie wir es in Zukunft schaffen, dass wir das verhindern. Deswegen meine dritte Frage. Wie will die Verwaltung sicherstellen, dass der Abriss von sanierungsfähigen, denkmalgeschützten Häusern beendet wird? Wie gesagt, die Denkmalschutzbehörde prüft bei Einzeldenkmal in jedem Einzelfall, wenn ein Abbruchantrag vorliegt, ob der Halt des Gebäudes möglich ist. Das ist eine Ermessensfrage und dazu gehört aber eben die Frage, ob eine Sanierung wirtschaftlich möglich ist. Bei einer Sanierung, die unwirtschaftlich ist, ist ein Abbruch zu genehmigen, da die wirtschaftliche Erhaltungsfähigkeit eines Denkmals die Grenze der Erhaltungspflicht darstellt. Ein Eigentümer kann nicht zum Erhalt eines Denkmals über die Grenze des wirtschaftlich Zumutbaren hinaus gezwungen werden. Dies ist nicht grundrechtskonform. Das ist also auch eine Betrachtungssache für Juristen. Abbruchgenehmigungen werden also in den Fällen erteilt, in denen der Erhalt wirtschaftlich unzumutbar ist oder wenn aus technischen Gründen ein Erhalt nicht mehr möglich ist. Das ist genau der rechtliche Weg. Da haben Sie vollkommen recht. Das schützt uns aber nicht als Stadt davor, da irgendwas zu tun. Ich sage mal, schlussübiger ist das gleiche Dilemma. Es steht seit Jahren, so wie es ist, verfällt und irgendwann geben wir dann die Befreiung. Das geht nicht. Das war jetzt ein Statement, keine Frage mehr. Dann kommen wir zum nächsten Fragenden. Abschluss der ersten Fragerunde für die Fraktionslosen. Herr Green. Ja, Herr Oberbürgermeister, im März 2011, das ist also schon eine Weile her, hat der Dresdner Stadtrat die Errichtung eines Revolutionsweges beschlossen. Für alle, die also damit erstmal nichts anfangen können, Revolutionsweg, das hat was mit dem Ereignis von 89 zu tun und bedeutet eigentlich, dass an verschiedenen wichtigen Punkten der Stadt Tafeln zum Gedenken aufgehängt werden sollten. Die Umsetzung war innerhalb von 3 Jahren geplant. Nun habe ich in der Vergangenheit schon immer mal Anfragen gestellt und es stellte sich also heraus, dass dort ein beständiger Rückstand ist. Wir sind manchmal langsam jetzt bei 100% Zeitüberschreitung. Sie selber haben die Antwort 63 aus 14 unterzeichnet, wo der 6. Mai 2014 noch als Abschluss versprochen wurde. Jetzt frage ich also deswegen nach dem gegenwärtigen Stand. Welche Tafeln sind noch nicht angebracht und in welchem Stadium der Realisierung befinden sich diese noch nicht angebrachten Tafeln? Ich bringe die Nachfrage auch gleich mit. Verschiedenste Einweihungen, Eröffnungen werden uns Stadträten angekündigt. Da haben wir dann also in unseren Fächern Einladungen dazu. Bei der Einweihung der Tafeln war das bisher nicht so. Nur die Presse erhielt sogenannte Pressetermine und die fraktionsgebundenen Stadträte erhielten teilweise ganz kurz vorher Mitteilungen. Sehen Sie sich imstande, künftig alle Stadträte einzuladen und die Dresdner Bürger einzuladen, mittels einer Vorab-Presseerklärung über die Termine zu informieren. Auch hier übernimmt Frau Bürgermeisterin Klepsch die Beantwortung. Ja, Herr Krien, selbstverständlich arbeitet die Kulturverwaltung auch an der Umsetzung des vom Stadtrat beschlossenen Konzepts Dresdner Revolutionsweg. Sie wissen, dieser wurde mit der Besetzung einer Gestaltungskommission mit Stadtratsbeschluss vom 15. März 2012 in die Wege geleitet. Verzögerungen, die existieren, ergaben sich unter anderem aus langwierigen Abstimmungen zur Tafelgestaltung bzw. zu den Standorten und zu einer Neuausrichtung des 16. Das betrifft die Tafeln am Hauptbahnhof, an der Prager Straße, am Theaterplatz, dem Hotel Bellevue und dem Straßburger Platz. Zusätzlich soll zudem eine Tafel in Koschitz-Gittersee zur Erinnerung an die Proteste gegen das reinste Lithiumwerk angebracht werden. Es gibt 2 Standorte, an denen keine Gedenktafeln angebracht werden können. Das betrifft zum einen die Tafel am Polizeipräsidium in der Schießgasse. Hier war es dem ausführenden Künstler nicht möglich, ein passendes Foto für die Tafel zu recherchieren. Als Alternativstandort wird die heutige Stauffenbergallee geprüft und dort wird eine Tafel angebracht werden. Dort befand sich im Herbst 1989 ein Zuführungspunkt für die Verhafteten.
Des Weiteren soll keine Tafel an der Dreikönigskirche angebracht werden, weil sich hier bereits eine hochwertige Gedenktafel befindet, die an die Konstituierung des Sächsischen Landtages im Jahr 1990 erinnert. Und wir sind zu der Auffassung gelangt, dass eine Doppelung dort eher zu einer Überfrachtung führen könnte. Unabhängig davon sind die beiden genannten Orte, an denen keine Tafel angebracht wird, Bestandteil des Projektes und werden auch in die pädagogischen Module aufgenommen. Mit dem Abschluss des Projektes am 19. Dezember diesen Jahres sollen dann mit einer Broschüre Anleitung zur Revolution, eine Begleitbroschüre zu den Orten des Revolutionsweges und eine ergänzende Internetseite vorgestellt werden. Jetzt hatten Sie noch gefragt, wie die Öffentlichkeitsarbeit zur Einweihung dieser Tafeln stattfindet. Der Abschluss der letzten und finalen Staffel der Tafeleinweihung beginnt mit einem öffentlichen Pressetermin in wenigen Tagen. Da können Sie sich schon den 8. Oktober um 19 Uhr an der Prager Straße notieren. Dazu wird mit einer Pressemitteilung nach dem 3. Oktober eingeladen werden. Der Abschluss des ganzen Projektes soll nach bisheriger Planung am 19. Dezember öffentlich am Hotel Bellevue erfolgen. Dazu ist mir jetzt noch keine Uhrzeit bekannt, aber auch dazu wird öffentlich mit einer Pressemitteilung eingeladen und auch Sie sind dann herzlich eingeladen. Danke. So, damit starten wir in die zweite Fragerunde für die SPD-Fraktion. Herr Blümel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, am 17. März diesen Jahres hat der Stadtrat beschlossen, der Stadtrat bekennt sich zum Wiederaufbau des sogenannten Narrenhäusel. Zu diesem Zweck werden Sie beauftragt, die Grundstücke und Grundstücksteile, auf denen sich das sogenannte Narrenhäusel befand, für den Zeitraum von 60 Jahren zum Verkauf auszuschreiben. Es ist sicherzustellen, dass der Käufer den Narrenhäusel in seiner äußeren Gestalt wie vor der Zerstörung wieder aufbaut. Meine Frage ist, wann wird die Ausschreibung des Grundstückes im Amtsblatt der Stadt Dresden veröffentlicht, denn bisher ist das nicht passiert. Die Beantwortung übernimmt für Kollegen Vorjahr Herr Dr. Lammes. Ja, lieber Herr Brümel, dazu kann auch jetzt noch kein Termin benannt werden, da noch nicht feststeht, welche konkrete Grundstücksfläche ausgeschrieben werden kann. Vor dem Verkauf sind städtebauliche, verkehrliche und liegenschaftliche Vorgänge zu klären, insbesondere die Übereinstimmung mit der Verkehrsanlagenplanung zur künftigen Gestaltung der ÖPNV-Haltestellen und der Radverkehrsanbindung zum Elberadweg. Zu letzterem werden Ergebnisse der Untersuchung im November dieses Jahres erwartet. Eine Nachfrage, das ist ungefähr das, was in jeder Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Liegenschaften berichtet worden ist bisher. Ich hätte jetzt gern gewusst, was konkret ist denn seit dem 17. März gemacht worden? Also was konkret hat denn da an städtebaulichen Untersuchungen stattgefunden und welche konkreten Dinge sind denn da jetzt noch offen von den genannten, die abgearbeitet werden müssen? Weil mein Eindruck ist, dass hier immer wieder neue Termine genannt werden, denn der erste Termin, der genannt worden ist im Finanzausschuss, war, ich glaube mich zu erinnern, der August. Jetzt reden wir bereits vom November. Ich befürchte, im November bekommen wir dann die Information, dass das sich in das neue Jahr hineinzieht. Und deswegen meine Frage, was konkret tut die Verwaltung denn da? Ich denke, das wird man nachzureichen haben. Also mir liegen jetzt hier keine weitergehenden Informationen, es war ja auch nicht ausdrücklich danach gefragt, vor, als die, die ich eben genannt habe. Es wird daran gearbeitet, die Themenfelder sind beschrieben. Weitere Informationen müssten wir nachreichen. Vielleicht kann es ja der Geschäftsbereich, der das macht, beantworten. Wir würden das in die schriftliche Beantwortung mit einpflegen, weil wenn Sie eine Antwort haben wollen, die Sie ja hier vorne vorgetragen werden, sollten Sie auch schriftlich vorher einreichen, wenn sie da ist. Insbesondere der federführende Geschäftsbereichsleiter nicht da ist, haben Sie bitte Verständnis, dass wir es dann schriftlich beantworten. Darum bitte ich. Danke. Wir kommen zur nächsten Fraktion, FDP Freie Bürgerfraktion. Herr Zastrow. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, im August wurden unten in Loschwitz ja mehrere fest installierte Fahrradständer aufgebaut.
ein sehr überraschender Vorgang, weil unter anderem der Elbhangfest-Verein, der auch den traditionellen Weihnachtsmarkt in Loschwitz immer veranstaltet, bereits vorher und auch während des Aufbaus davor gewarnt hat, dass die fest installierten Fahrradständer dann dazu führen würden, dass es den Weihnachtsmarkt in Zukunft in dieser Form nicht geben kann. Das Problem ist zunächst gelöst worden, dank des öffentlichen Drucks und auch dank des Einsatzes des Oberbürgermeisters. Deswegen trotzdem die erste Frage von mir dazu, welche Kosten eigentlich durch den Ein- und den Rückbau der Fahrradständer entstanden sind. Aber es gibt noch eine viel wichtigere Frage, die dieser Vorgang aufweist. Und da würde mich interessieren, wie die Stadtverwaltung dazu steht. Denn ich frage mich, ob der Verwaltung bei der Planung von Stadtmöblierung, bei der Planung von festen Installationen eigentlich bewusst ist, was das für die Durchführung von Veranstaltungen im öffentlichen Raum eigentlich bedeutet. Gibt es da eine Betrachtung? Ist das bei der Entscheidung, ob man feste Stadtmöblierungselemente anbringt, ein Thema? Unterhält man sich beispielsweise mit Veranstaltern, die entsprechende Plätze im öffentlichen Raum nutzen, darüber, was das für Einschränkungen geben kann? Ich weiß, vor langer Zeit bei der Neugestaltung des Striezelmarktes ist das mal ein Thema gewesen. Aber ich würde es interessieren, wie das jetzt ist, wie man da auch als Bürgerschaft, als Veranstalter überhaupt Mitspracherecht hat. Und als letztes gibt es bereits andere Stellen, wo ähnliche Dinge geplant sind, feste Installationen in Dresden, wie es in Loschwitz war. Die Beantwortung übernimmt Herr Bürgermeister Schmidt-Lamadin. Also zur ersten Frage, die Ein- und Ausbaukosten belaufen sich auf 2.000 Euro. Bei der zweiten Frage ist es natürlich grundsätzlich so, dass generell bei Nutzungsüberlagerungen im öffentlichen Verkehrsraum, also zum Beispiel bei Festen, verschiedene Anforderungen und Interessen im Raum stehen. Festgesetzte Veranstaltungs- und Marktflächen im Rahmen der Jahr- und Spezialmarktsatzung werden bei der Aufstellung und dem Einbau von Stadtmöblierung und Fahrradabstellanlagen einer besonderen Prüfung und Abwägung unterzogen. In allen anderen Fällen erfolgt ein Abgleich mit beantragten oder genehmigten Sondernutzungen, die zu dem Zeitpunkt bekannt sind, oder wie zum Beispiel Freischrankflächen oder dergleichen. In die Zukunft zu schauen, wo vielleicht dann irgendwann mal Feste stattfinden könnten durch Sondernutzungsbeantragung, ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Zum dritten Punkt, wo ist demnächst was geplant? Wir haben zurzeit in Planung die Errichtung von Fahrradabstellanlagen am Stephanienplatz, am Dr. Kölzring und an der Friedensstraße, Fritz-Hoffmann-Straße, Rudolfstraße. Grundsätzlich ist es so, dass Anforderungen, Hinweise und Vorschläge zur Aufstellung von Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Verkehrsraum oftmals ortskonkret aus der Bevölkerung und den Ortsämtern und Ortschaften geäußert werden. Die Prüfung und Abwägung erfolgt entsprechend den unter Punkt 2 dargelegten Randbedingungen. Ein formales Beteiligungsverfahren gibt es allerdings im Regelfall nicht. Okay. Noch eine kleine Nachfrage. Also nehmen Sie das, was in Loschwitz passiert ist, mit als Anregung, kann ich vielleicht auch nur empfehlen. Ich glaube, dass das insgesamt zu wenig beachtet wird. Wenn wir Kulturhauptstadt werden wollen, und wir haben ja oft schon hier beschlossen, dass wir auch öffentliche Plätze entwickeln wollen, die sollen auch für Veranstaltungen ja hin und wieder geöffnet werden, dann glaube ich, ist das ein wichtiger Punkt, an dem man in Zukunft zumindest mit achten sollte und vielleicht auch den Dialog mit Veranstaltern dann sucht, damit das bei vergleichbaren Sachen nicht wieder passiert. Das sollte uns vielleicht nur eine Lehre sein, das eher als Statement. Danke. Als nächste fragende Fraktion, die AfD-Fraktion, Herr Gierke. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, der Schulstandort Boxberger Straße in Dresden-Prohlis soll als solcher erhalten bleiben und wieder ertüchtigt werden. In diesem Zusammenhang gibt es laut der Präsentation der Verwaltung in der Ortsbeiratssitzung in Prohlis vom 19. September diesen Jahres zwei Optionen. Die erste, dass dies eine allgemeinbildende Schule wird, und die zweite, dass der neue Schulstandort des BSZ für Wirtschaft Franz Ludwig Gehe wird. Daraus ergeben sich für mich folgende Fragen. Hat es bereits konkrete Gespräche mit dem Schulverwaltungsamt und der Sächsischen Bildungsagentur Regionalstelle Dresden gegeben, um zu klären, ob an diesem Standort ein berufliches Gymnasium gegründet werden kann, und welche Ergebnisse gab es dazu? Die Beantwortung übernimmt Herr Bürgermeister Dr. Lammes. Ja, sehr geehrter Herr Gielke, zunächst mal vorausgeschickt,
Die Ansiedlung eines beruflichen Gymnasiums an dieser Stelle würde einhergehen und einhergehen können und müssen mit der Ansiedlung eines beruflichen Schulzentrums. Also insofern schließen sich diese beiden Begriffe nicht aus, sondern ergänzen sich an dieser Stelle. Die Prüfung, welche konkrete schulische Nutzungen von den mehreren möglichen schulischen Nutzungen an diesem Standort schulnetzplanerisch zukünftig erfolgen sollte, erfolgt derzeit anhand der aktuellen Schülerprognosen. Dazu werden wir einen Entwurf des Schulnetzplanes im Herbst dieses Jahres in die öffentliche Diskussion geben. Der steht dort für die öffentliche Diskussion als Referentenentwurf, so ist es vorgesehen, jedenfalls in den Monaten November und Dezember zur Verfügung, ehe es dann in die weitere verwaltungsinterne Bearbeitung und dann anschließend wiederum in die Beschlussfassung des Stadtrates geht. Welche zukünftige Nutzung der Standort Boxberger Straße dabei erfährt, wird erst im Rahmen dieser Fortschreibung der Schulnetzplanung geklärt werden. Die in Prüfung befindliche Option zur Einrichtung eines beruflichen Gymnasiums an dieser Stelle ist der Sächsischen Bildungsagentur bekannt. Konkrete Abstimmungen zur Gründung eines solchen Gymnasiums können aber erst auf der Grundlage einer entsprechenden Beschlussfassung des Stadtrates erfolgen. Ich hätte zwei Nachfragen. Die erste, wurde das BSZ für Wirtschaft Franz Ludwig Gehe vor der Ortsbeiratssitzung in Prohlis über die Verortung als Option für den Schulstandort informiert? Also wussten die, dass sie eine Option sein sollten? Und die zweite Nachfrage, gibt es eine Kapazitätsanalyse mit dem Standort Boxberger Straße, ob das überhaupt funktionieren könnte mit dem beruflichen Gymnasium? Ja, die zweite Frage, dass die Kapazität dort ausreichend ist, das ist auch schon in der Ortsbeiratssitzung gestellt und gefragt worden. Das ist so, dafür sind die Kapazitäten da und könnten dort geschaffen werden. Ist ein vergleichsweise großer Standort. Daran besteht kein Zweifel und selbstverständlich hat die Leitung des BSZ Gehe von diesen Überlegungen erfahren, bevor die Öffentlichkeit und sogar bevor der Stadtrat davon erfahren hat. Ich denke, das gehört sich so und so ist es. Diese Information liegt aber schon lange zurück. Danke. Wir kommen zur nächsten Fraktion, CDU-Fraktion, Herr Fleming. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, im Ortsbeirat Plauen wurden am 13. September diesen Jahres wurde berichtet, dass es beim Bau der Sportanlagen Stuttgarter Straße zu Problemen und Verzögerungen kommen könnte, da bei der Prüfung des Bauantrages Unstimmigkeiten festgestellt wurden. Konkret geht es wohl um Probleme mit dem Emissionsschutz, in dem Fall also mit dem Schallschutz. Auch die Sächsische Zeitung hat Probleme thematisiert in einem Artikel mit dem Titel Verwirrung um neuen Sportplatz am 27. September und dabei natürlich dann auch die Problematik der Flutfördergelder thematisiert, weil ja beim Freistaat in nicht unerheblichem Umfang diese beantragt sind und wohl auch bis Ende 2017 abgerechnet werden müssen. Und wir sehen also hier bei der Verzögerung, die jetzt entstehen, also große Gefahren. Daher folgende Fragen. Ist es grundsätzlich richtig, dass es im Rahmen der Planung und des Baus der Sportanlage Stuttgarter Straße aktuell zu Verzögerungen kommt, beziehungsweise noch kommen wird? Wenn ja, warum ist dies so? Welche Ursachen gibt es dazu? Und wurden diese Probleme nicht im Vorfeld des Beschlusses zur Erweiterung der Sportanlage in angemessener Art und Weise geprüft und wie konnte es denn zu diesen Fehlentwicklungen kommen? Hier übernimmt die Beantwortung Herr Bürgermeister Dr. Lammes.
Ja, in der Tat, diese Sorgen machen wir uns auch als Verwaltung und arbeiten auch daran, dass wir nach Möglichkeit zu einem vernünftigen Ergebnis und einer guten Lösung dort kommen, wobei dort noch viele Fragen zu beantworten sind und zu klären sind. Im Einzelnen, die Baugenehmigung war für September dieses Jahres vorgesehen, also wollten wir sie erreicht haben. Im Rahmen der Bearbeitung des Bauantrages, und der erfasst sowohl die Sanierung der Bestandsanlage, also des dortigen Kunstrasenplatzes, als auch die Erweiterung im Rahmen von Hochwasserschadensbeseitigungsmaßnahmen, wurde das angrenzende Wohngebiet, also wohlgemerkt im Baugenehmigungsverfahren, durch das Stadtplanungsamt hinsichtlich der Gebietseinordnung überprüft und neu bewertet. Es wurde dabei als reines Wohngebiet eingestuft und die dem Bauantrag beigefügten Gutachten zur Einhaltung des Schallschutzes gingen von der bis dahin geltenden Einstufung als allgemeines Wohngebiet aus. Da hinsichtlich eines reinen Wohngebiets wesentlich niedrigere Schallemissionsgrenzen als bei einem allgemeinen Wohngebiet einzuhalten sind, sind wir derzeit gefordert nachzuweisen, ob und inwieweit das mit der geplanten Anlage eingehalten werden kann. Unabhängig davon wird aber die Sanierung des bestehenden Kunstrasens ausgeschrieben und soll stattfinden, so wie vorgesehen. Das neue Rasenfeld wurde in vergleichbarer Anordnung zum genehmigten Kunstrasenfeld geplant. Im Vorfeld wurde zur Erweiterung der Sportanlage mittels einer Schallemissionsprognose die Zulässigkeit des Vorhabens geprüft. Dabei wurde die Gebietscharakteristik für das angrenzende Wohngebiet aus dem bestehenden Schallschutzgutachten zum gültigen Bebauungsplan und aus der gültigen Baugenehmigung, die stammen aus den Jahren 96 bis 98, mit entsprechenden Schallschutzgutachten der bestehenden Sportanlage übernommen. Die Änderung der Bewertung der Gebietscharakteristik kam für die an der Planung Beteiligten überraschend. Wir haben jetzt in der Tat ein förderrechtliches Problem, denn sollte die Genehmigungsfähigkeit der Erweiterung der Sportanlage nicht zu erreichen sein, kann das Vorhaben nicht so wie geplant umgesetzt werden. Die Gefahr, auf Kosten sitzen zu bleiben, besteht damit zwar nicht, aber die Planungskosten wären eben dann vergebens aufgewendet. Im Falle des Erreichens der Genehmigungsfähigkeit ist die eingetretene Verzögerung ein förderrechtliches Problem. Dort haben wir dann das Gespräch mit dem Fördergeber zu suchen und dort zu klären, dass diese Förderzusage belastbar abgesichert werden kann. Derzeit wird zwischen Umweltamt, Stadtplanungsamt, Bauaufsicht und dem Eigenbetrieb Sportstätten Dresden über mögliche Lösungswege zur Reduzierung der Schallemissionen auf die angrenzende Wohnbebauung gesprochen. Die Möglichkeiten werden geprüft. Neben baulichen Maßnahmen wie zum Beispiel Schallschutzwänden wird auch die Anpassung der Nutzungszeiten, also zum Beispiel die Einhaltung von bestimmten Ruhezeiten, geprüft, um das Vorhaben genehmigungsfähig zu machen. Ich möchte noch abschließend sagen, das geistert mitunter durch Presseberichterstattung, dass es sich hier um einen Ämterzwist handele. Das ist keineswegs der Fall, sondern es handelt sich um das Rechnungtragen einer veränderten Bewertung dieser Gebietscharakteristik. Und insofern sind die Ämter alle miteinander angesetzt und recht gebunden und haben innerhalb dieses Rahmens möglich zu machen, was wir wollen. Das stellt sich glücklicherweise gelegentlich komplizierter dar, als es gewünscht ist. Da kann ich mir zumindest einen Kommentar nicht verkneifen. Man prüft ja üblicherweise vor Einreichung einer Baugenehmigung ab, ob denn die Genehmigungsfähigkeit gegeben ist. Und dass sich ein Gebietscharakter innerhalb von mehr als 15 Jahren verändern kann, das ist eigentlich allgemeine Weisheit in der Branche. Ne? Wir nehmen den mal so zur Kenntnis. So, damit kommen wir zur nächsten Fraktion, die Linke. Und da fragt Frau Eichner.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, bereits vor mehr als 3 Jahren hat der Stadtrat den Aktionsplan zur Untersetzung der UN-Behindertenrechtskonvention beschlossen und sich damit der Herausforderung Inklusion gestellt. Deren Umsetzung in den städtischen Liegenschaften ist bislang jedoch wenig akzeptabel und resultiert aus einem fehlenden Standortkonzept für die Verwaltung. Der amtsärztliche Dienst des Gesundheitsamtes hat seinen Sitz im 2. Obergeschoss der Georgenstraße 4. Der einzige verfügbare Fahrstuhl ist seit Monaten außer Betrieb. In ihrem Schreiben müssen die Mitarbeiterinnen des Gesundheitsamtes bereits auf die fehlende Barrierefreiheit hinweisen. Dennoch ist regelmäßig zu beobachten, wie Eltern ihre Kinder in das 2. Obergeschoss schleppen. Dazu meine Frage: Wann wird der Fahrstuhl repariert, sodass wieder eine barrierefreie Zugänglichkeit sichergestellt ist? Und falls dies in der Georgenstraße 4 nicht zeitnah sichergestellt werden kann, wo dann? Die Beantwortung übernimmt für Herrn Vorjahn wieder Herr Dr. Lames. Ja, sehr geehrte Frau Eichner, bei diesem Objekt handelt es sich um ein von der Stadt angemietetes Mietobjekt mit einem unbefristeten Mietvertrag. Wir können diesen binnen 6 Monaten zum Quartalsende kündigen. Der Aufzug, von dem Sie sprechen, wurde durch den Vermieter infolge einer TÜV-Untersuchung außer Betrieb genommen. Eine Reparatur bzw. ein Ersatz des Aufzuges würde mehr als 100.000 Euro kosten. Deswegen macht es der Vermieter nicht. Wir haben dadurch als Vermieter 2 Rechte, nämlich zum einen könnten wir die Miete mindern und zum anderen können wir letztlich, wenn der Aufzug nicht wieder in Betrieb genommen wird, auch kündigen. Wenn wir kündigen, müssen wir aber auch ausziehen und hätten dann die entsprechenden Liegenschaften nicht mehr zur Verfügung. Deswegen ist der Weg der Minderung gegangen worden. Es wird dort eine Minderung von ca. 10% der Miete vorgenommen. Mit dem Gesundheitsamt wurde eine organisatorische Lösung zur Bereitstellung der Barrierefreiheit gefunden, die nicht unbedingt befriedigend ist, aber der Not geschuldet, indem die Patienten des amtsärztlichen Dienstes Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer im Objekt Glacisstraße 9a behandelt werden. Bei diesem Objekt handelt es sich ebenfalls um eine Einrichtung des Gesundheitsamtes. Es ist barrierefrei zugänglich und unmittelbar an die Georgenstraße angrenzend. Ziel der Immobilienverwaltung ist es, den amtsärztlichen Dienst, 10 Mitarbeiter, bis Mitte 2017 auf der Braunsdorfer Straße unterzubringen, dort dann allen Anforderungen auch der Barrierefreiheit entsprechend. Die Amtsleitung wird gemeinsam mit der Abteilung 1, Verwaltung und der psychosozialen Krisendienst bis Mitte 2017 in einem geeigneten Mietobjekt untergebracht werden. Dabei handelt es sich um 22 bis 24 Personen, sodass auch da eine Lösung dann gefunden werden kann und die Nutzung des nicht barrierefrei zugänglichen Objektes dann ein Ende finden würde. Dankeschön. Ich möchte noch nachfragen zur Bautzenstraße 125. Dort haben im Obergeschoss die Gutachterärztin ihren Sitz. Ihnen obliegt die Feststellung, welcher Grad der Behinderung Menschen zuerkannt wird. Um zu Ihnen zu gelangen, müssen Treppen überwunden werden. Dieses Paradoxon muss nicht kommentiert werden. Vor mehr als einem Jahr mussten die niedergelassenen Zahnärztin das Haus verlassen. Die Notwendigkeit der Kündigung erschien plausibel. Die Jugendzahnklinik sollte von der stark sanierungsbedürftigen Eschenstraße in die Bautzener wechseln. Wieso verzichtete man auf die Mieteinnahmen, wenn der Umzug bis heute nicht stattfand? Welche Gründe sprachen gegen die Realisierung des Umzugs innerhalb eines Jahres? Und waren diese nicht im Vorfeld absehbar? Und wann legt der für Liegenschaften zuständige Bürgermeister ein Gesamtkonzept für diese zerfaserte, nicht barrierefreie und damit bürgerunfreundliche Gesundheitsamt vor? Ja, letzteres ist jetzt schwer für mich zu beantworten, weil ich es nicht bin. Als für Personal zuständiger Bürgermeister
kann ich sagen, dass wir natürlich auch ein großes Interesse haben an einer durchgehenden und nachhaltigen Strukturierung dieses Unterbringungskonzepts für unsere Verwaltungseinheiten und auch darauf drängen. Ich kann diese Fragen jetzt auch nur zur Kenntnis nehmen und auf schriftliche Beantwortung verweisen, weil dazu keine Zuarbeit vorliegt. Als nächstes kommen wir zu Bündnis 90 Die Grünen. Frau Hatzendorf. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Gegenstand meiner Nachfrage ist nochmal die Reaktion von Stadtspitze und Stadtgesellschaft auf die Sprengstoffanschläge gegen die Moschee und das Internationale Kongresszentrum Anfang der Woche. Ich habe das vorhin in Ihrem Bericht durchaus dankbar und als wichtige Normalität wahrgenommen, dass Sie dargestellt haben, dass es eben also normal ist, Ihre Einladung der Vereine in das Rathaus am 2. Oktober. Ich bitte auch, meine Fragen nicht misszuverstehen, etwa in die Richtung, dass ich mir wünschte, Sie würden über die Täter spekulieren oder Ähnliches, sondern mir geht es tatsächlich um eine gesellschaftspolitische Reaktion von Stadtspitze und Stadtgesellschaft. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass solche oder schlimmere Ereignisse, zum Beispiel im Bautzen, auch zum Anlass von dortigen Bürgermeister genommen wurden, einen Appell an die Stadtgesellschaft zu richten, dass dieses Klima der Verunsicherung irgendwie begegnet werden sollte. Daher meine Frage, inwiefern hält es der Oberbürgermeister für erforderlich, für angemessen und oder zumindest für das Ansehen von Dresden förderlich, initiativ zu werden, um gemeinsam mit den Dresdnerinnen und Dresdnern öffentliche Zeichen gegen Fremdenhass und Gewalt gegen Fremde und deren Institutionen zu setzen? Herr Fratzendorf, nicht erst seit diesem Anschlag ist das mir ein wirklich wichtiges Thema, dass wir auf Dialog setzen, dass wir kennenlernen, andere gesellschaftliche Kreise, andere Kulturen, die in unserer Stadt leben, und über das Kennenlernen ganz deutlich auch dann Ängste, die vielleicht in der Stadtgesellschaft da sind, abbauen. Und da mache ich schon seit vielen, vielen Jahren viele Formen von Veranstaltungen. Ich denke jetzt nur gerade in der jüngsten Zeit, und einige von Ihnen, hätten auch ein bisschen mehr sein können, aber einige von Ihnen waren ja zum Beispiel zur Eröffnung der interkulturellen Tage hier im selben Raum gewesen. Wenig später haben wir dann in der Kreuzkirche ein wunderbares interreligiöses Konzert erleben dürfen. Zwei wunderbare Veranstaltungen, die auch gezeigt haben, wie facettenreich, wie viele Initiativen unsere Stadtgesellschaft bestimmen. Und davon wünsche ich mir noch viel mehr. Und das wird auch jedwede Unterstützung von mir bekommen. Ich halte nie allzu viel davon, dass man jetzt plakative Aktionen macht, denn es geht darum, wirklich nachhaltig Veränderungen in unserer Stadtgesellschaft zu erzeugen, ein gutes Miteinander zu gestalten, und daran arbeiten wir jeden Tag sehr, sehr intensiv. Vielen Dank. Ich habe jetzt noch zwei Nachfragen, die ich auch eingereicht hatte. Also wie schätzt die Stadtverwaltung die Gefahrenlage denn für die religiösen Minderheiten, deren Institutionen oder auch Internationalität und Weltoffenheit verkörpernde Institutionen über die zentralen Einheitsfeierlichkeiten hinaus ein? Und werden seitens der Stadtverwaltung gegebenenfalls in Abstimmung mit der Polizei für erforderlich gehalten und ergriffen, um das subjektive Sicherheitsgefühl, über das wir ja in der letzten Zeit auch angesichts Wiener Platz und so weiter auch schon oft gesprochen hatten, von fremdaussehenden und andersgläubigen Menschen in der Landeshauptstadt zu erhalten bzw. zu erhöhen? Also wir sind in enger Abstimmung immer mit den Sicherheitsbehörden. Dafür gibt es auch zum Beispiel den Kriminalpräventiven Rat, wo wir auch Lagen in unserer Stadtgesellschaft sehr ernst nehmen. Kann auch nur daran erinnern, Sie haben ja selber das Stichwort genannt, dass es da ja noch nicht so lange her auch Diskussionen hier im Rat gegeben hat, wie soll sich vielleicht auch unsere Ordnungsbehörde noch stärker engagieren. Das hat in diesem Rat keine Mehrheit gefunden. Nichtsdestotrotz bleibt das ein wichtiger Punkt. Aber das Wichtige ist nochmal, die persönlichen Kontakte von Menschen miteinander,
Und je besser wir uns miteinander über Kulturgrenzen hinweg kennenlernen, umso weniger haben wir ein Unsicherheitsgefühl. Vielen Dank. Damit kommen wir zum Abschluss der zweiten Fragerunde und das für die Fraktionslosen, Herr Bauer. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Frage bezieht sich auf einen Antrag, der heute auf der Tagesordnung steht, zum Vorkaufsrecht bei kommunalen Grundstücken. Da geht es ja wohl auch um Garagengrundstücke. Und ein Großteil der Dresdner Garagenhöfe befindet sich auf Grundstücken der Stadt Dresden, die an diese Garagengemeinschaften verpachtet wurden. Und offenbar befindet sich ein Teil dieser Pächter in Sorge, dass ihre Pachtverträge gekündigt und die Grundstücke nach dem selbst zu bezahlenden Rückbau der Garagen veräußert werden sollen. Deswegen habe ich folgende Fragen dazu. Wie viele Grundstücke hat die Stadt Dresden an Garagengemeinschaften verpachtet? Wie viele dieser Grundstücke sollen in den nächsten Jahren verkauft werden? Und was passiert dann mit den Garagenhöfen? Und wie viele nichtstädtisch, also sprich private Grundstücke, auf denen sich Garagenhöfe befinden, gibt es in Dresden? Und ist bekannt, wie viele davon demnächst veräußert werden sollen? Auch hier muss nochmal Bürgermeister Herr Dr. Lames ran für den Kollegen Feuer. Ja, ich bin heute zwei. Insofern muss ich dann oft ran. Im Eigentum der Stadt befinden sich zurzeit 101 Baufläche, also 101 Bauflächen, welche zur Nutzung als Garage bzw. Garagenstellplatz vermietet oder verpachtet sind. Eine Analyse, welche hiervon als Garagengemeinschaft zu definieren sind, liegt uns nicht vor. Jedenfalls befinden wir uns in Verhandlung für die Grundstücke, die im Frühjahr 2016 ausgeschrieben gewesen sind, wie die Anton-Weck-Straße, Wehlner-Straße und Gröbel-Straße. Dazu läuft für die Mohorner-Straße und die Braunsdorfer-Straße zurzeit die Ausschreibung eines Erbbaurechts. Grundsätzlich handelt es sich hier um ein städtebauliches Bebauungspotenzial und damit auch Potenzial für Veräußerungsbeschlüsse, die der Stadtrat bereits getroffen hat, also zum Beispiel Förderung von Bauherrengemeinschaften oder auch Schaffung von preiswertem Wohnraum. Welche dieser Flächen wann veräußert werden, steht bislang des Weiteren nicht fest. Dazu bedarf es weiterer Prüfungen und Abstimmungen. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass die Landeshauptstadt mit der Verwertung von solchem Fiskalvermögen einschließlich der Garagenhöfe wichtige Impulse für die Stadtentwicklung, den Wohnungsmarkt und die Finanzierung kommunaler Investitionen setzen kann. Der Fortbestand der Garagenhöfe auf kommunalen Bauflächen bietet in der Regel nur einem kleineren Personenkreis Vorteile und entbindet private Wohnungseigentümer davon, selbst für Stellplätze zu sorgen. Dem hat der Gesetzgeber auch Rechnung getragen, indem er die besonderen Kündigungsschutzfristen und Entschädigungsregelungen für Altverträge nach DDR-Recht, diesen Schutz zum 31.12.1999 hat auslaufen lassen im Schuldrechtsanpassungsgesetz. Wenn jetzt ein solches Objekt verkauft wird, dann übernehmen die Grundstückskäufer die bestehenden Miet- bzw. Pachtverhältnisse. Die Stadt beabsichtigt bei solchen Verkäufen die bestehenden Verträge dem Erwerber auf diese Weise zu übergeben und dem obliegt es dann gegebenenfalls, die Verträge zu kündigen. Sinnvollerweise wird er das erst dann tun, wenn er das Grundstück für den Beginn seiner Baumaßnahme tatsächlich auch benötigt. Gleichwohl orientiert sich die Verwaltung im Rahmen der Vertragsverhandlungen und Inhalte auf die zeitnahe Umsetzung der genannten Verkaufsziele, wie sie uns auch vom Stadtrat aufgegeben sind. Und zur entsprechenden Problematik über Grundstücke in privater Hand haben wir keine weiteren Informationen. Damit wäre die Fragestunde für heute abgeschlossen. Wir